Jetzt gut aufgepasst, iCrimex.shop, jetzt abchecken. Let's go. Die greifen uns an. Stehen bleiben. Ey, nein. Russik. Ah, Russik. Hört ihr, dann schließe ich mein Verkleider an und ist vorbei mit dir. Hey, yo, Leute, Crimex hier. Was geht ab, Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zu Minecraft, Leute. Herzlich willkommen zurück zur YouTuber-Insel. Was geht ab, ihr Paul Berger? Wir sind hier mal wieder in unserem wunderschönen Zuhause, meine Freunde. Und heute ist auf jeden Fall einiges geplant, Leute. Oh, da, wir beobachten mal kurz Candy, der da seine Burg gebaut hat. Hey, der hat ja auch diese Alpha-Stein-Banner, Leute. Ey, wir müssen ihn mal fragen, ob Candy vielleicht hier auch Streit mit Alpha-Stein hat, wie wir das haben, Leute. Auf jeden Fall, heute ist einiges geplant, Leute. Wir können gar nicht so arg viel Zeit verschwenden, Leute. Ich habe nämlich schon heimlich hier, oder was heißt heimlich? Ich habe hier nämlich ein paar Diamanten noch gesammelt, Leute. Ich war nämlich noch ein bisschen farmen hier außerhalb der Aufnahme und habe hier noch ein paar Sachen gesucht, Leute. Aber ihr müsst verstehen, dass wir uns im Krieg befinden, Leute. Ja, es ist Schluss mit lustig. Wir müssen mal hier in unsere Kellerbase rein. Wir haben einiges geplant heute. Ich werde euch das jetzt gleich mal erzählen, Leute. Lasst auf jeden Fall natürlich wie immer erstmal ein Like und ein Abo da, wenn ihr das Projekt feiert, und schreibt mir in die Kommentare, wie es weitergehen soll. Was sollen wir als nächstes machen? Warum? Ey, hä, was war das denn gerade? Auf jeden Fall, Leute, wir befinden uns im Krieg. Wir kommen hier langsam in die heiße Phase. Ich habe hier mitbekommen von Alphastein, dass er hier langsam hier alle anderen angreifen will und sowas, ne? Und das Problem ist, wir haben ja Alphastein auch angegriffen. Wenn der rausfindet, dass wir das waren, Freunde, dann, ja, dann wird er uns auf jeden Fall auch angreifen. Also heute steht auf dem Programmpunkt, wir müssen uns auf einen Angriff vorbereiten. Wir haben 8 Diamanten. Ich will am liebsten noch ein paar mehr Diamanten finden, damit wir wirklich so eine komplette Diamantrüstung haben. Wir haben ja mittlerweile ein verzaubertes Schwert, das ist schon mal ganz gut. Und ich habe mir noch was weiteres überlegt, Freunde. Und zwar habe ich mir überlegt, ich will mir noch so eine kleine geheime Militärbasis bauen, ja? Und zwar so einen richtigen Militär. Bunker, irgendwo im Nirgendwo. Ich kann euch dann auch nicht zeigen, wo der sich befindet. Dann werde ich das nämlich immer versteckt zeigen, wenn ich da in diesen Bunker reinlaufe, dass wirklich niemand weiß, wo der ist, damit ihr auch niemandem in den Kommentaren verraten könnt, beziehungsweise nicht ihr, aber dass die anderen, die Zuschauer von meinen YouTube-Kollegen, dass die hier nicht verraten können, wo der geheime Bunker ist, Leute. Weil hier unsere ganzen Schätze, wenn hier jemand bei uns einbricht und uns das klaut, dann haben wir echt ein Problem. Das heißt also, es steht auf jeden Fall auf dem Programmpunkt, wir rüsten uns weiter aus. Wir werden uns einen geheimen Bunker noch bauen, wo wir unser ganzes Zeug verstecken werden. Das wird heute auf dem Programmpunkt stehen. Und ich werde jetzt gleich auch mal rüber zu Candy gehen, weil ich habe auch gerade gesehen, der ist online, und werde mal fragen, ob der von Alphastein auch bedroht wird, ja? Weil ich habe gesehen, da hängen auch diese Alphastein-Banner. Die hat er ja auch bei uns aufgehangen. Weil Alphastein meint ja auch irgendwie bei uns, dass unser Haus jetzt ihm gehört, Leute. Aber das kann er komplett vergessen, ja? Das ist unser Penthouse-Luxus-Wohnung hier. Also ich bin auf jeden Fall mit Alphastein im Krieg. Ich werde da auch nicht aufgeben, sage ich euch, wie es ist. Kann natürlich sein, Alphastein ist ein richtiger Minecraft-Profi. Kann natürlich sein, dass er natürlich stärker ist als wir, aber ist mir egal, Leute. Ich werde auf jeden Fall nicht kampflos unser Zuhause aufgeben, das kann ich euch sagen. Und jetzt würde ich aber als erstes, wie gesagt, mal sagen, gehen wir mal zu Candy rüber, weil mit dem haben wir ja ein Bündnis. Weil dann wären wir vielleicht schon mal zu zweit und könnten Alphastein dann schon mal zu zweit angreifen. Was haltet ihr eigentlich von der Idee, wenn wir vielleicht Stani noch mit dazu holen? Mit Stani sind wir auch befreundet, mit SU auch. Also eigentlich verstehen wir uns mit jedem aktuell gut, außer mit Alphastein. Vielleicht müssten wir alle YouTuber zusammentrommeln und uns gegen Alphastein verbünden. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr die Idee findet. Okay, wir gehen jetzt aber erstmal kurz hier rüber zu Candy. Und natürlich wie immer auch danke für eure ganzen nützlichen Kommentare. Gebt mir immer so gute Tipps, Leute, für Minecraft, weil, ja, ich bin jetzt ja nicht unbedingt der Profi. Ihr habt echt immer gute Tipps, Leute, für mich am Start. Also, wenn ihr gute Ideen habt, dann schreibt es auf jeden Fall wie immer in die Kommentare und lasst natürlich wie immer ein Like und ein Abo da, wenn ihr das Ganze feiert. So, warte mal, was steht hier? Betreten verboten. Fallen. Hier wohnt Alpha-Clan-Mitglied Candy. Ey, ist Candy jetzt hier zum Alpha-Clan gewechselt oder was? Hallo, Candy. Hallo. Jetzt auch ein Axotl-Aquarium gebaut. Das hat er voll von uns nachgemacht. Hallo, Candy. Wo ist der? Der scheint wohl nicht zu Hause zu sein. Ich höre was. Wer wagt es, sich in die Burg des Königs zu gehen? Ey, Candy. Wer ist in die Burg des Königs eingedrungen? Ja, ist jetzt hier meine Burg. Fremder, geh aus der Burg des Alpha-Clans raus, oder du wirst unsere Macht zu spüren bekommen. Alter, willst du mich verarschen? Ich dachte, wir wären Freunde. Ich bin dem Alpha-Clan beigetreten. Und du? Alter, spinnst du, ey? Ich trete doch nicht dem Alpha-Clan bei. Okay, komm her, wir reden. Ich rufe Alphastein, wenn ich will. Ja, kannst du nichts alleine regeln? Ist es deine Mutter oder was? Nein, wir sind ein Clan. Das kennst du nicht, ne? Zusammengehörigkeit. Der Alpha-Clan forever. Dann komm mal her, wir reden jetzt. Ah, pass lieber auf. Ich bin stark bewaffnet. Was willst du denn reden, hä? Ich dachte, wir wären Freunde. Halt lieber Abstand von mir. Aha, okay. Da sag ich's dir nur im Guten. Wo sind meine 5 Diamanten, die du mir schuldest? Die gebe ich dir nicht, die 5 Diamanten. Ey, geh weg. So, komm her. Ich will dir nichts machen. Ja, besser ist. Ist das jetzt also wirklich deine Entscheidung? Du arbeitest jetzt also mit Alphastein zusammen? Natürlich arbeite ich mit Alphastein. Wir sind der Alpha-Clan. Aua!
Nein! Hat er das überlebt, Leute? Das Ding ist, wenn er mit Alpha Stein befreundet ist, dann kann er nicht mein Freund sein. Candy, wo bist du? Okay, wir haben ihn aus Versehen gekillt, Leute. Hier ist ein Loot drin. Ich werde seinen Loot nicht anfassen. Das ist ehrenlos. Aber, Leute, ich glaube, wir werden jetzt auch Krieg mit Candy haben. Nein, da haben wir einen Zwei-Fronten-Krieg. Auf der einen Seite Alpha Stein, jetzt auch noch Candy. Warum schließt er sich denn Alpha Stein an, der kleine 31er, Mann? Aber wenn das so ist, Leute, dann ist es so. Dann ist Candy jetzt hier unser Feind. Und wir müssen unsere Feinde bekämpfen. Vielleicht sollte ich hier noch eine kleine Falle einbauen für ihn. Oh, Leute, ihr merkt schon, wir befinden uns hier absolut im Krieg. Ich weiß nicht, wo Candy jetzt ist. Der hat wohl kein Bett hier gehabt. Keine Ahnung, wo der gestartet ist. Bin jetzt gerade ein bisschen am Überlegen. Sollen wir hier vielleicht so eine kleine TNT-Falle noch einbauen hier für ihn? So einen auf, um ihn zu schwächen? Obwohl, wisst ihr was? Keine Gnade für Verräter, Leute. Ich werde sein Tor aufsprengen dafür. Candy! Das ist die Strafe dafür, dass du dich hier dem Alpha-Clan angeschlossen hast und gegen iCrimex gewendet hast. Ich werde deine Burg hier wegsprengen. So, das hast du davon, Junge. Oh, da ist noch ein Creeper. Komm mal hier ins Haus rein, Creeper. Komm mal hier. So, habe ich noch ein Schild dabei? Na, ich habe leider kein Schild. Warte mal, wir haben doch hier was. Das kann ich ja einfach mir kurz nehmen. Ah, ey, wer schießt mich an? Oh Gott, hier kommen ja noch viele. Ey! So, oh, oh, wir haben auch sein Aquarium kaputt gemacht. Das wollte ich jetzt gar nicht. Okay, warte, mit Axolotls macht man keinen Spaß. Das tut mir leid. Das wollte ich jetzt hier Real Talk nicht. Den Axolotl würde ich niemals was antun. Das sind meine Lieblingstiere. Das ist die Strafe dafür, dass du iCrimex verraten hast. So, das ist die Strafe dafür, Candy, dass du mich verraten hast. Vielleicht überlegst du es dir ja nochmal in Zukunft besser. Ah, Mann, Leute, nein. Oh, jetzt kommen ja auch noch... Oh, Leute, jetzt kommen ja auch noch Dings, ey. Wir müssen uns unbedingt auch anfangen, Tränke zu brauen. Wir haben ja einen Braustein uns von Alpha Stein geklaut. Wir brauchen unbedingt irgendwie so Heiltränke, Vergiftungstränke, whatever. Wir müssen uns wirklich krasser ausrüsten. Wir haben viel gebaut hier, Leute. Macht natürlich auch Spaß, uns schön, was Schönes zu bauen, aber das bringt uns ja nichts, wenn wir das hier alles nicht verteidigen können. Wir müssen uns auf jeden Fall besser ausrüsten. Das wird heute unsere Mission sein. Boah, wird der da gerade angegriffen oder was? Was haben die denn da gemacht, die Phantome? Die fliegen da rum. Das heißt, Candy muss da ja auch noch irgendwo sein. Wenn die den da angreifen, weiß ich jetzt nicht. Aber egal, den haben wir zumindest schon mal fertig gemacht. Und Alpha Stein wird der Nächste sein. Ach ja, Leute, es gibt was, das habe ich euch noch gar nicht erzählt. Und zwar, Leute, ich habe einen Auftragskiller auf Alpha Stein gehetzt. Und zwar Awive, Leute. Dem habe ich nämlich 2 Diamanten dafür gezahlt, dass er Alpha Stein killen wird für mich. Das werde ich euch jetzt hier mal einblenden, den Ausschnitt. Kill Alpha Stein? Wenn du willst, sag, ist von Stani oder sowas. Aber auf jeden Fall nicht, dass es auf mich zurückfällt. Stani hat, by the way, meine Kisten geklaut. Ach. Ja, dann eine Hand wäscht die andere. Dann gib mir jetzt noch die 10 TNT. Du hast 2 Diamanten bekommen. War mir eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Aber wichtig, wie gesagt, es darf nichts auf mich zurückfallen. Aber okay, Freunde, wir müssen uns jetzt auf den Krieg vorbereiten. Und aus diesem Grund werden wir jetzt in unsere Base reingehen. Und wir werden uns jetzt anfangen, einen geheimen Bunker zu bauen, ja? Also es tut mir leid, das kann ich euch dann jetzt hier in dem Video auch nicht zeigen, wo der geheime Bunker sein wird. Ich werde das dann einfach mal rausschneiden, wenn ich da reinlaufe. Ihr werdet den quasi dann nur von innen sehen, den geheimen Bunker. Und wir sollten uns Tränke machen, unbedingt. Aber ich habe noch gar keine Netawarzen. Wir brauchen unbedingt Netawarzen mal dafür. Naja, okay, dann machen wir erstmal noch keine Tränke. Dann werden wir einfach erstmal anfangen, uns unsere geheime Base zu bauen, Freunde. Und deswegen würde ich sagen, ich mache jetzt mal hier kurz einen Cut und werde dorthin laufen und dann sehen wir uns gleich wieder, Leute. Let's go. Okay, Freunde, wir bauen uns jetzt hier einfach mal ganz, ganz, ganz weit runter. Ich bin jetzt hier gerade irgendwo hingelaufen. Ja, wir müssen uns natürlich den Ort merken. Oh nein. Oh nein, wo sind wir denn jetzt hier? Das ist ja gar nicht gut. Das wird ja hier voll meine Base jetzt verraten. Okay, okay, Leute. Wir sollten dann doch lieber irgendwo anders hingehen. So, wir werden jetzt uns doch nochmal irgendeinen anderen Ort suchen, Freunde. So, Leute, ich habe jetzt hier schön viel Eisen mitgenommen, damit wir uns auch relativ viele Pickaxes machen können, beziehungsweise Spitzhacken, aber ich habe gar kein Holz mehr, deswegen baue ich jetzt hier noch ein bisschen Holz ab, damit wir uns natürlich auch ein paar Spitzhacken dann noch machen können. Und dann fangen wir an, unsere geheime Militär-Operationsstation zu bauen. Denn wie gesagt, Leute, wir befinden uns im Krieg. Wir müssen damit rechnen, dass unsere Luxuswohnung angegriffen wird. Das wäre zwar ziemlich schade, weil wir echt lange daran gebaut haben und es wird mir auch echt wehtun, aber wir müssen damit rechnen, dass es passieren wird, ja. Wir haben andere angegriffen, deswegen werden die uns mit Sicherheit auch angreifen. Und deswegen bauen wir jetzt uns einen kleinen Geheimbunker. Und deswegen würde ich sagen, ich laufe jetzt mal irgendwo hin. Das dürfte jetzt hier keiner sehen. Was ist das? Hä? Was ist das denn, Leute? Ein Skeletthund? Seit wann gibt's die denn in Minecraft? Ah! Was ist das? Was ist das, Leute? Hä, Leute, die greifen sich gegenseitig an, die Bummis. Alter, hä? Wie? Ey, das habe ich ja noch nie gesehen.
Okay, wir haben auf jeden Fall gerade ziemlich viele Knochen bekommen und einen verzauberten Bogen. Okay, wir laufen jetzt mal wohin, Leute. Let's go. Okay, Leute, ich habe mir jetzt hier was ausgesucht, wo wir jetzt hier unseren geheimen Militärbunker bauen werden. Ich werde mich auf jeden Fall hier sehr, sehr weit runterbauen dafür, Leute. Damit uns wirklich niemand findet. Ich habe die Koordinaten für den Stützpunkt natürlich auch so ausgewählt, dass es für uns am besten ist, Leute. Damit wir natürlich auch sehr gut sowohl mit Candy als auch mit Alphastein Krieg führen können. Ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall beide schon mal ganz gut geschwächt. Bei Alphastein haben wir ja letztes Mal eine Falle platziert. Ich bin mal gespannt, wann er da reinläuft. Dann haben wir natürlich noch einen Auftragskiller jetzt auf ihn gehetzt. Und Candy haben wir heute seine Burg in die Luft gejagt und haben ihn gekillt, Leute. Also, ich glaube, die Angriffe bis jetzt laufen sehr gut, Leute. Aber wie gesagt, ich baue mich jetzt hier mal weiter runter und dann fangen wir an, die Base zu bauen. Let's go. Okay, Freunde, wir sind jetzt hier auf einer ziemlich guten Höhe angekommen. Wir sind relativ weit unten. Ich kann euch jetzt hier die Koordinaten nicht zeigen, Leute. Weil das muss natürlich wirklich absolut geheim bleiben, weil ich will hier später meine ganzen Schätze hier verstecken, Leute. Hier in unserer kleinen Schatzkammer, sage ich jetzt mal. Oh Gott, nein, hier ist ja schon wieder sowas. Leute, wo sind wir denn jetzt hier schon wieder? Oh, ich höre hier so Geräusche. Och, nee, Digga. Mann, hier ist überall dieser Warden in der Nähe. Das ist so nervig. Das ist so nervig, Mann. Ich will hier einfach nur eine kleine Militärgeheimbasis bauen, wo wir unsere Schätze verstecken. Vielleicht müssen wir das doch echt lieber woanders machen. Nicht, dass der uns hier immer angreift, Leute. Ich hoffe natürlich auch, dass wir jetzt hier noch ein paar Diamanten finden, Leute. Deswegen baue ich das auch extra hier relativ weit unten, unsere Base. Das wäre natürlich jetzt ein Traum, wenn wir hier direkt noch ein paar Diamanten finden würden. Aber ich sehe hier leider gerade nur Redstone. Hey, wir brauchen nicht mehr viel Diamanten, dann hätten wir wirklich eine komplette Voll-Diamant-Rüstung. Das wäre so wichtig, Leute. Ich muss auf jeden Fall heute noch meine ganzen Schätze hier verstecken, weil jetzt, wo wir Candy gekillt haben, ich könnte mir wirklich vorstellen, dass der vielleicht sogar jetzt bei uns schon in der Base ist und da alles kaputt macht. Wir müssen unbedingt unser ganzes wertvolles Zeug hier verstecken. Einfach ein paar Kisten machen, ein paar Öfen. Viel mehr braucht man ja hier nicht. Unser ganzes TNT auch hier verstecken, auch wichtig. So, ich lasse für den Notfall auch mal hier ein paar Karotten, die man im Zweifelsfall hier unten anpflanzen könnte, wenn hier wirklich alles, unser ganzes System zusammen bricht, wenn uns auch das Essen ausgeht, falls Leute unsere Farm zerstören. So einen Ofen machen wir auch mal noch hier hin. Und in die nächste Doppelkiste werden wir dann unsere ganzen Wertsachen hier verstecken. So, machen wir dann hier so das ganze TNT rein und eben so Zeug, was wir dann eben gleich aus unserer Base holen werden. Okay, Leute. Ja, es ist jetzt natürlich nicht super schön, aber es ist halt nur unsere kleine Schatzkammer hier. Es soll ja auch nicht super schön aussehen, weil am besten soll das natürlich hier niemand anderes sehen, außer wir. Alphastein, iCrimex, dein Haus brennt. Oh, oh, Leute. Ich glaube, der Krieg hat schon begonnen. Der Krieg hat jetzt schon begonnen. Oh, sollen wir da jetzt hingehen? Ich glaube, das könnte aber auch eine Falle sein, die uns Alphastein jetzt hier stellt. Ich werde hier schon mal ein bisschen Zeug zwischenlagern und werde jetzt versuchen, mein Haus zu retten. Okay, Leute, wir gehen jetzt mal wieder zurück. Schnell zu unserer Base, weil Alphastein meint gerade, dass unser Haus brennt. Let's go, Leute. Aber ich schreibe natürlich hier noch kurz in den Chat. Komm, 1v1. So, Alphastein, wenn du dich traust, dann komm jetzt 1 gegen 1. Hey, was ist aber auch Candy für einer? Der rennt direkt zu Alphastein und holt sich da aus, Mann. Ist mir egal, Leute. Wir sind im Krieg, so ist es eben. Oha, der schreibt, hier ist alles am Brennen. Nenn mich nicht Pro, wenn du mein Haus abbrennst. Okay, 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 Leute. Okay, schnell, wir müssen hier schnell hoch, wir müssen schnell hoch. Paul und Berger geht's aber noch gut, glaube ich. Du Ehrenloser. Ey, Leute, wenn Paul und Berger was passiert, dann drehe ich hier völlig durch. Dann drehe ich hier völlig durch. Ey, wenn unseren Hundis Paul und Berger was passiert ist, Leute, dann drehe ich hier völlig durch. Dann drehe ich hier, dann ist hier wirklich Ende. Dann ist hier wirklich der komplette Krieg, Leute. Okay, wir gehen jetzt mal schnell zu uns nach Hause. Meine Hühner! Der hat meine Hühner freigelassen! Warum hast du meine Hühnerfarm kaputt gemacht? Warum hast du meine Hühner frei... Nein. Nein, Leute, wir sind zu spät. Genau deswegen. Was hat der hier geklaut bei mir? Okay, hier ist nichts weg. Hier ist nichts weg. Der hat meine geheime Kiste nicht gefunden. Der hat meine geheime Kiste hier nicht gefunden. Das TNT hätte der safe mitgenommen. Bisschen Eisen. Ich glaube, ein bisschen Eisen hat der geklaut oder so, aber ist egal. Ist egal, Leute. Alles gut. Er hat meine Hühnchen angegriffen. Was haben meine Hühner denn damit zu tun? Was haben meine Hühnchen damit zu tun? Okay, Leute, ich habe halt auch seine Hühnchen abgefackelt. Aber das muss er ja nicht wissen. Ich habe irgendwie ein bisschen Angst, was uns jetzt da oben erwartet in unserer Villa, Leute. Ich höre jemanden. Hab hier gerade eine Stimme gehört. Warum geht hier jetzt unsere Tür schon wieder nicht? Hey! Hey! Wer ist hier? Du hast dich mit dem falschen Clan angelegt! Wo seid ihr? Der Alpha-Clan ist hier! Hör dich gleich mal rein! Ach, da unten seid ihr Schmalspuren! Warte, ich komm! Komm da runter! So, ihr wollt jetzt hier Welle machen, oder was? Was habt ihr hier gebaut? Du hast mit den falschen Leuten angelegt! iCrimex, schau mal nach deinen Hunden. Geh mal rein und guck mal nach deinen Hunden, iCrimex. Ich hab nach den Hunden geschaut. Die stehen da noch. Guck mal genau hin nochmal. Und dann sag uns, was du gefunden hast. Ey, und ihr habt meine Hühner freigelassen, ihr Ehrenlosen. Ja, haben wir. Aber schau mal lieber nach Paul und Berger. Was haben die meinen Hunden angetan? Ich hab die Freiheit verdient. Oh, iCrimex. Oh. Hä?
Ey! Oh, oh. Ey, habt ihr eine TNT? Habt ihr eine TNT-Falle gebaut, ja, oder was? Eier, hey, die haben meinen Eingang in die Luft gejagt. Ist vorbei! Okay, jetzt reicht's! Du hast mir die falschen Leute angelegt! Es ist Gold am See! Er legt sich mit dem Alpha-Clan an! Ach du Scheiße! Die greifen so, mich an! Jetzt mach mir nicht platt, dein Crymax! Ich hab falsch getroffen! Oh, komm her! Attacke! Wo ist Russik? Wir brauchen Verstärkung! Verdammt, wo bleibt der? Der lässt uns im Stich schon wieder! Russik hat sich auch den angeschlossen, oder was? Komm her, Mann! Halt das Licht! Er ist nach ganz oben gegangen, er ist oben! Ich schwimm runter, hol ihn! Den. Was? Ach du Scheiße, Leute. Die greifen uns an. Wir müssen hier weg, Leute. Ah! Stehen bleiben! Ey, nein! Russik! Ah, stehen Russik! Bleiben. Nein, Russik! Wirklich, Alpha-Gänger! Russik! Angriff. Ich hab nur noch ein Herz! Wir greifen an! Ich geb auf! Ja, aber nein, aufgib dann! Ich geb auf! Oh mein Gott, es ist vorbei, Junge! Ich geb auf! Hört wieder, schließ dich im Alpha-Clan an, du bist vorbei mit dir! Heiße, ja. Du hast heute ein Mitglied von uns besiegt! Entschuldige dich sofort bei Candy! Ja, los, entschuldige dich bei mir, hä? Ja, was? Sag es bei Crymax, hä? Gib mir seine Miete zurück! Was soll ich ihm zurückgeben? Die Miete, die Eisenbarren und alles! Digga, Russik und Candy, ihr seid richtige Verräter, Alter! Gar nichts sind wir. Was? Du hast dich unterschätzt, Junge! Ja, ich muss zugeben, ich hab dich unterschätzt. Wir hängen die Banner jetzt wieder bei dir auf, okay, die Alpha-Stein-Banner? Die bleiben da stehen, ja? Die Alpha-Clan! Ja, okay, dann hängt sie halt auf. Alpha-Clans. Das gehört uns, das Objekt da oben. Hey, lehn dich nicht zu weit aus dem Fenster. Wartet mal, ich hab noch keine Entschuldigung gehört bisher. Los, entschuldige dich! Tut mir leid. Genau, ein Crymax. Sehr gut. Und jetzt weißt ein Diamant. Was? Ich hab keinen Diamant geben, mehr. Als Pfand. Als Pfand? Yeah, irgendwas Wertvolles, sofort. Ich kann euch TNT noch geben. Her damit, alles was du hast. Wir brauchen das. Ja, okay, dann bleibt hier. Ich geh euch das holen. Ah, besser ist. Ihr könnt mit hochkommen. Ihr könnt mit hochkommen. Wir kommen mit hoch, wir halten nicht im Auge. Scheiße, Leute. Gehört uns jetzt. Natürlich wir können sind wir wahre hochkommen. Krieger hier. Scheiße, Leute, ey. Die gehen zu dritt auf mich. Leute, was soll ich machen? Ey, das sind solche 31er, Leute. Wir müssen uns was überlegen. Wir müssen uns was überlegen, was wir gegen die machen. Ich muss dich. Das Ding ist, Leute, ich entschuldige mich jetzt zwar. Ich werde mich aber bei denen rächen. Ich werde mich rächen, Leute. Egal, was in der Vergangenheit war. Wir sind jetzt alle Freunde. Wir sind der Alpha-Clan. Ja, Freunde, Leute. Ich sage jetzt nur, dass es mir leid tut, weil die zu dritt sind. Wenn ich die alleine packe, Leute. Hey, lass Russik hoch! Hey, du hast ein Mitglied des Alpha-Klasse. Lass ihn sofort wieder hoch. Überall! Ja, fühlt euch nicht, weil ihr zu dritt seid. Wo sind die TNT-Blöcke? Ja, zeige ich euch. Gebe ich euch. Du weißt, was wir wollen. Ihr habt meine Hühner freigelassen, Alter. Ja, das war ich. Was willst du jetzt dagegen machen, dein Crymax, hä? Ja, und was ist mit meinen Hunden? Warum meintest du, ich soll mir meine Hunde anschauen? Damit du das TNT aktivierst. Das war eine Falle von mir gewesen. Ich bin der Fallenmeister. Eine kleine Ratte. Der bleibt hier, der Alpha-Clan-Banner. Ja, okay. Und jetzt die TNT-Blöcke, los. Rück die raus. Ja, wartet hier. Ich gehe euch die holen. Ja, gut. Nein, wir warten nicht hier. Natürlich wartet ihr hier. Okay, wir müssen eh noch was besprechen. Geh ruhig runter, hä? Kleines Spielchen, ein Crymax. Wir müssen im Auge behalten. Ey, was ist, wenn es eine Falle ist und alles verschwindet? Ey, Leute, das ist echt nicht gut, Mann. Ich konnte nichts anderes machen. Wir mussten jetzt hier aufgeben, weil sonst hätten die mich gekillt und hätten meinen ganzen Loot genommen. Oh, Mann, unsere ganzen Hühner sind ja auch noch frei hier. Oh, das dauert ewig, das alles wieder zu reparieren. Verdammt hier. Verdammt, Leute. Der verdammte Alpha-Clan. Hier haben die auch alles kaputt gemacht, ey. Bis wir das hier wieder repariert bekommen, baue das jetzt hier mal schnell weg, damit wir hier das Wasser mal wieder einsperren können. So. Wir müssen halt nur gucken, dass die jetzt hier nicht unsere geheime Kiste sehen. Ich gebe denen jetzt nur 3 TNT und sag das alles, was ich habe. Ey, Mann, die haben so viel kaputt gemacht hier. Leute, wir werden uns safe noch rächen. Leute, ich werde alle anderen zusammentrommeln. Die sind vielleicht Alpha-Stein, Russik und Candy, ja? Ich schnapp mir SU, Stani, Timmy, A Wife. Oh, der muss noch sein. Ey, den haben wir bezahlt. Der soll mal seinen Anschlag auf den machen. Was geht denn da oben schon wieder auf? Er hat uns reingelegt. Ey, Leute, beruhigt euch doch. Ich komm doch. Beruhigt euch doch. Ich komm doch. Hallo, chillt doch mal euer Leben, Alter.
Wir dachten, er hat uns schon veräppelt. Nein. Los, wie viele? 3. Mehr habe ich nicht mehr. Jeder ein Block. Hier, für dich ein. Die sind so doof, die glauben mir das. Auf hier. Ja, toll, Candy. Gut, okay. Ja, du und sagst du heute, wir schon für dich. Und du bist ja jetzt Teil und Mitglied von uns. Willkommen in unserem Clan. Ja. Willkommen, Bruder. Du bist ein Alpha-Clan-Mitglied. Ja. Herzlich willkommen. Ich freue mich richtig. Willkommen. Ich freue mich die richtig, Tradition. Bei euch zu sein. Jetzt müssen alle den Alpha-Clan-Song singen. Let's go. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K. Ja, okay. Jungs, ich muss noch was erledigen, ja? Ja, kein Quatsch. Wenn jemand mit dir Stress macht, dann rufst du uns an, okay? Ja, okay. Ich werde euch anrufen. Werde ich ab jetzt beschützen. Alle, die deine Gegner sind, sind auch unsere Gegner. Das ist ja echt eigentlich ganz nett hier bei euch. Hättet ihr mich nicht angegriffen, wäre das ja eine gute Sache. Ich dachte, du bist ein Feind, aber jetzt bist du ja einer von uns. Ja, okay. Hier, das schenke ich dir. Was ist das denn? Alter, danke. Ciao. Viel Spaß noch. Pass auf dich auf. Tschüss. So, Leute. An sich sind die jetzt ja relativ nett zu mir. Das muss ich ja sagen. Aber ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, hier die ganze diese Alpha-Stein-Banner hier aufzustellen. Wir werden uns auf jeden Fall für die Aktion noch rächen. So. Früher oder später werden wir unsere Rache kriegen. Wir müssen jetzt natürlich hier erstmal unsere ganze Bude wieder reparieren, weil die hier alles kaputt gemacht haben. Ja, ja, die feiern sich gerade. Die feiern sich gerade hier noch. Freut euch nicht zu früh, ihr Paulberger. Freut euch nicht zu früh. So, ich werde jetzt hier erstmal wieder alles reparieren. Oh, das ist aber eigentlich ganz gut. Hier einen Feuerschutz-Wurfresistenz-Trank haben wir nämlich bekommen. Weil damit können wir ganz gut ins Nether gehen und uns Lohn schnappen. Und mit Lohn, Leute, wisst ihr ja, oder beziehungsweise in diesen Bastionen, da gibt es ja Nether-Warzen. Und da können wir uns noch bessere Tränke dann damit machen. Das ist auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht. Hey, Leute, hier sieht es jetzt aus wie, sieht auf jeden Fall nicht mehr so schön jetzt hier aus. Oh, jetzt müssen wir hier erstmal die ganzen Schäden reparieren nach dem Angriff. Leute, wisst ihr was? Ich lasse euch einfach entscheiden. Ihr könnt in den Kommentaren entscheiden. Sagt ihr, wir sollen mit dem Alpha-Clan zusammenspielen? Oder sagt ihr lieber, wir sollen uns rächen? Weil ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, diese Banner hier bei mir aufzustellen. Das ist nicht das Anwesen von Alpha-Stein. Das ist hier mein Haus. Das habe ich gebaut. Ja, so läuft das hier nicht. Wir werden uns rächen, Leute. Und dafür habe ich ja meinen geheimen Bunker gebaut. Und von unserem geheimen Bunker aus werden wir in Zukunft die Angriffe leiten. Ich muss mir die einzeln schnappen. Zusammen sind die zu stark zu dritt. Da kann ich nichts machen. Aber einzeln werde ich zuschlagen und dann werden wir uns die schnappen, Leute. Jetzt laufen hier diese Hühnchen rum, ey. Ah, die müssen wir unten auch noch wieder einsperren, bis wir das jetzt hier alles mal repariert haben. Aber was noch viel wichtiger ist, wir werden jetzt unsere ganzen Wertgegenstände erstmal in unseren geheimen Bunker reinbringen, dass das niemand findet. Ey, Mann, wie kann man denn so ehrenlos sein? Hier alles kaputt gemacht. Zack, zack, zack. Hier unser ganzes wertvolles Zeug, was wir zur Kriegsführung brauchen. Weil jetzt werden die uns auch nicht angreifen gleich, weil wir haben ja jetzt quasi Frieden mit denen geschlossen. Nehmen wir mal noch ein Stack Eisen mit. Halt die ganzen wichtigen Dinge. Okay, und Gold. Gold ist natürlich an sich auch eine wichtige Sache. Nehmen wir auch mal mit. Dann werden wir das Zeug jetzt mal zwischenlagern. Und dann hier vielleicht noch kurz unsere Base ein bisschen reparieren. Wir müssen uns auf jeden Fall einen perfekten Racheplan überlegen, weil das Problem ist, wenn wir einen ausschalten, dann werden uns nächstes Mal wieder alle angreifen. Wir müssen am besten alle zusammen, nacheinander, alle so in einer Folge ausschalten, von allen den guten Loot schnappen, dass die einmal komplett geschwächt sind. Das Problem ist, Alpha-Stein, der hat jetzt irgendwie gar nichts dazu gesagt gehabt, dass ich bei dem eine Falle gebaut habe. Vielleicht hat das gar nichts gebracht, Leute. Vielleicht ist er gar nicht in unsere Falle reingetappt oder er war seitdem gar nicht mehr zu Hause. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ja, Leute, man muss auch manchmal einfach taktisch aufgeben, weil wenn wir jetzt nicht aufgegeben hätten und die uns gekillt hätten, dann hätten wir unseren ganzen guten Loot geschnappt. Wisst ihr, wie ich meine? Deswegen, wir haben uns jetzt zwar entschuldigt und aufgegeben, aber in Wahrheit gebe ich nicht auf, Leute. Okay, Leute, so, sehr gut. Wir packen jetzt hier mal unsere ganzen Wertgegenstände rein. Auch die Diamanten, Eisen, zack, zack, zack. Alles Wertvolle packen wir jetzt hier rein. Goldapfel auch wichtig, Gold. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ein paar Eier können wir auch hier reinpacken, falls wir auch mal Hühnchen irgendwie brauchen noch im Zweifelsfall. Weil das wäre eher was für die andere Kiste. So, ein bisschen Essen, so, okay. Also für den Notfall sind wir hier nochmal ein bisschen ausgestattet, Leute. Falls wir uns irgendwann mal verkriechen müssen. So, jetzt mache ich mal noch hier ein paar Leitern.
Boah, wir brauchen richtig viel Leitern, weil wir so tief unter der Erde sind. So, Freunde. Okay, wir haben jetzt noch 46 Leitern. Ich hoffe, das wird reichen hier, um aus unserem Geheimbunker hier rauszukommen. Aber wir haben jetzt in unserem Bunker zumindest schon mal unser ganzes TNT gelagert, was wichtig ist für Angriffe. Wir haben unsere Diamanten da gelagert, Eisen, Redstone. Also ich sag mal, natürlich, wenn jetzt irgendwas bei uns geklaut wird, dann tut uns das immer noch weh. Aber wir könnten im Zweifelsfall eben hier noch in unseren Bunker reingehen und dann von hier aus wieder angreifen. Für die Aktion heute wird es auf jeden Fall Rache geben. Bei Russik, bei Candy und bei Alpha Stein. Aber ich habe auch schon wirklich einen guten Plan, Leute. Nächstes Mal werde ich Safe Call, Candy angreifen und Russik. Werde mir von denen den guten Loot schnappen, sodass die nichts mehr machen können. Und dann zu guter Letzt werde ich mir Alpha Stein schnappen. Und so werden wir alle unkenntlich machen, Leute. So, jetzt müssen wir hier erstmal noch ein bisschen Schadensbegrenzung betreiben, Leute. Und hier nochmal alles ein bisschen aufräumen. Hühnchen, ihr werdet jetzt hier wieder eingesperrt. Okay. Alle Hühnchen, die raus sind, werde ich jetzt hier einfach mal kurz eliminieren. Weil ich brauche eigentlich eh ein paar Federn, um mir neue Pfeile zu machen. Deswegen hier alles halb so wild. So, ihr wolltet ja unbedingt abhauen. Das habt ihr davon. Dann schnappen wir uns hier direkt noch ein paar Seeds. Und können die ja dann gleich wieder miteinander paaren. So, okay. Hier ist auch wieder alles aufgeräumt. Heute ist unsere Hühnerfarm auf jeden Fall ein bisschen geschrumpft. Also Leute, die ganze Zeit war hier eigentlich echt noch Kindergarten. Aber jetzt hat hier der Krieg erst richtig begonnen. Aber Freunde, in diesem Sinne würde ich sagen, das soll es für die heutige Aufnahme gewesen sein. Heute war richtig actionlos. Nächstes Mal werden wir uns rächen für die Aktion heute. Da gibt es richtig Action. Lasst ein Like und ein Abo da. Und bis dahin, haut rein, Leute. Euer Crimex.